mushroom, I tell you what I'd do. I would take that mushroom and split it in two. Oh, if I had a mushroom, I'd tell you what I'd do. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello, hello, hello. Ein neues Jahr und ich bin wieder da. Die Katze ist jetzt wieder im Haus. Ich melde mich zurück. Der Urlaub war sehr anstrengend. Eigentlich war so Urlaub synonym Homeoffice. So kann man das nennen. Ist aber vollkommen wurscht. Ich bin jetzt wieder da. Wir haben heute wieder Pesto gemacht. Und zwar ist jetzt endlich wieder vorrätig. Ich freue mich unfassbar. Juhu, juhu. Karussell. Ja. Ihr könnt es viel lesen, gell? Spiegelverkehrt. Schau da so aus. Unser Karottenpesto. Ihr kennt es alle, ich bin total verliebt. Nach wie vor. Und zu begeistert. Es schmeckt so gut. Es ist uns ja letztes Jahr ausgegangen, irgendwann im Weihnachtsgeschäft. Und da war keine Zeit mehr zum Nachmachen. Jetzt haben wir es heute noch gemacht. Und jetzt wisst ihr natürlich nicht mehr genau, was drin ist. Kann ich verstehen. Es liegt schließlich ein Jahr dazwischen. Ich sage es euch natürlich gerne. Und zwar, es ist Olivenöl drin, getrocknete Karotten, Paranüsse, getrocknete Tomaten, Meersalz, Sellerieknolle, Kümmel und schwarzer Pfeffer. Ja, und was soll ich sagen? Also, kurzer Fun Fact ist, wir haben das Pesto gemacht und ich habe mir so gedacht, für mich, Karottenpesto. Ich mag zwar schon mal gerne eine gelbe Rum essen, aber es ist also nicht so für mich das geilste Gemüse überhaupt, sondern mei, ich isse halt und dann ist es wieder gut. Und so habe ich mir gedacht, wird das mit dem Pesto. Und was soll ich denn sagen? Es ist so ein dermaßen gutes Pesto. Ich liebe das wirklich sehr und ich habe das auch einige Male schon beim Mittagessen freiwillig von selber auch einen Blanger gehabt, weißt du, gut. Generell wisst ihr ja, wie wichtig dass das ist, bei unserem Pesto immer mit ein bisschen heißem Wasser anzurühren. Und gerade bei diesem jenen Karussell hier habe ich es da extra nochmal markieren lassen, weil es eben tierisch wichtig ist. Das heißt, 2-3 Teelöffel Karussell in einer Schüssel, ein bisschen kochendes Wasser dazu, zum Beispiel gerne Nudelkochwasser. Und das quillt dann ein bisschen. Dazu habe ich schon mal ein Video auf YouTube gemacht und veröffentlicht. Und da sieht man in dem Video ziemlich gut, wie ich Wasser eingebe, wie es kurz sitzt und auf einmal zirkt es total an und wird dick und ich muss dann nur mehr Wasser nachgeben, dass es einfach vernünftig cremig oder nicht so erstört ist. Und da braucht man wirklich gar nicht so viel, weil es richtig schnell und flink anzieht durch einfach Wasser. Somit darf es das ganze Glasel einfach nur mal rausstricken. Es ist nicht ganz so ölig und es schmeckt einfach nur so gut. Also, ich mag das total gern. Einfach als Pesto zu Nudeln. So, bei uns läuft es am Mittagstisch meistens so ab, wenn wir mir zum Beispiel in der Nudelverpackung sind. Ich koche einen Schwung Nudeln und dann, weil es einfach auch immer schnell gehen muss und wir aber alle Hunger haben und nicht so lange aufhalten mögen und ich beim Kochen nicht so lange mich aufhalten will, koche ich eben nur einen Deckel Nudeln, seig's ab, stell es auf den Tisch und dann stell ich ein paar Gläser Pesto hin, stell daneben einen Wasserkocher hin und jeder rührt sich sein beliebiges Pesto selber an. Und ja, da steht zum Beispiel ein Karussell, ein Hottie steht immer auf dem Tisch, ein Eurasia, meistens ein Tombolo und irgendwas Grünes meistens noch, vielleicht auch eins, das wir erst gemacht haben. Und so geht es tatsächlich im Hause Nudelnestal am Mittagstisch zu. Ja, und das Karussell ist wirklich fein. Meine Mama mag das aber total gern als so Soßenersatz, so wie so eine deftige Bronsauce. Finde es total toll. Kennt ihr euch aus, oder? Habt ihr das Karussell schon mal probiert? War das was für euch? Sagt es nicht nein. Es hat auch Gefühle. Und es ist so fein. Vielleicht lohnt es dir die Song. Es war halt kalt statt für mich. Deswegen. Geh jetzt heim. Nudelblues. Jetzt. Die besten Nudeln,
Das beste Pesto gibt's heute nur im Nudelnestal. Wuhu! Schubidu! Schönen Abend für euch. Ciao! Bring you boom boom dum 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 dum. Hallo, grüß euch. Kurz nach 6 Uhr, es ist, glaube ich, Mittwoch. Hello again auf diesem Kanal. Im Nudelnestal. Ja, was haben wir heute gemacht? Wir waren heute fleißige Kaninchen und haben wieder nachgestockt und produziert. Eurasia, Pesto. Heute war wieder Pesto-Tag. Eurasia. Außerdem haben wir einen Elefantenschreck reingemacht und einen Knobert. Eurasia. Zwiebel, Kurkuma, Knoblauch, Ingwer, Chili, Meersalz, Lauch. Davor ist noch Rapsöl. Wisst schon, indisch-asiatisches Pesto, deswegen ist es schon so schön gelb. Elefantenschreck, Erdnüsse, Sonnenblumenöl, Cayennepfeffer, Meersalz. Haben wir erst nachdenken müssen. Und Knobert ist auch ein Erdnusspesto mit Knoblauch. Kann ich jetzt gerade die Zutaten nicht auswendig. Und alle sind es wieder sagenhaft geworden. Jetzt eins nicht probiert, jetzt eins nicht verliebt. Zum Eurasia habe ich euch mitgefilmt, das Making-of quasi des Eurasias. Zum Elefantenschreck habe ich auch mitgefilmt, Knobert. You're so golden. War meine Energie relativ aufgebraucht und ich muss auch sagen, ich bin halt wirklich platt. Also wir haben halt so viel Pesto gemacht und ständig warten, ich weiß auch nicht. Und jetzt bin ich heute schon etwas müde. Ich freue mich schon sehr auf jetzt dann irgendwas zum Essen richten und morgen geht es ja wieder weiter. Ich glaube, morgen machen wir, meine ich zu wissen, Tsakashi. Das ist ja so ein Spinatpesto mit Knoblauch. Aber ich bin gerade unentschlossen, ob das auch wirklich stimmt. Für heute langt's. Für heute langt's wirklich. Ja. Jetzt habe ich gerade spekuliert, warum wir heute so lange gebraucht haben mit dem Pesto. Bis mir dann eingefallen ist, dass ja halt bei uns der Wellpappenmann da war. Also, der Papadeckel-Vertreter, Papadeckel-Dandler. Und ich glaube, da haben wir 1,5 Stunden uns mit dem unterhalten. Und in der Zeit hätte ich ja eigentlich Pesto machen wollen. Habe ich heute halt nicht da. Und deswegen hat es uns hinten aus so verzogen. Genau. Aber ich brauche neue Kartons mit Gefache für Pesto. Und er hat mir noch viele andere Sachen gezeigt. Ich sage nur, es schwirrt im Kopf. Jetzt langsam war. Nudelblues. Die besten Nudeln, das beste Pesto gibt's heute nur im Nudelnestal. Wuhu! Schubidu! Schönen Abend, genießt's noch! Juhu!